Ja, grüß euch, liebe Jugendliche. Ich begrüße euch recht herzlich in meiner Werkstatt. Ich bin der Zellinger Anton, komme aus Weibern, bin 26 Jahre alt, bin Dachdecker und Spenglermeister. Ich habe auch, wie ihr es hier vielleicht vorhabt, Lehre gemacht. Bin total stolz, dass ich noch in dem Bereich arbeiten darf. Es macht mir noch immer Freude. Und ja, ich bin mit 14, 15 genauso vor der Frage gestanden, soll ich in eine weiterführende Schule gehen oder soll ich doch eine Lehre machen. Habe damals die Hauptschule als Klassenbester abgeschlossen. Ich habe mir dann im Prinzip Pro- und Kontralisten gemacht und bin mir dann relativ schnell draufgekommen, dass dass eine Lehre für mich sicher als einziges in Frage kommt. Weil es ist total schön, wenn man was mit den Händen machen darf. Und es freut mich wieder, wenn ich bei einem Tag vorbeifahre, das, was ich gemacht habe. Ja, dann bin ich in die Lehre gegangen. War super zusammenarbeiten immer mit den Gesellen, war irgendwie lustig. Ja, ich habe dann mit 19 Jahren einen Facharbeiter gemacht. Ich habe auch nebenbei die Matura gemacht, Lehre mit Matura. War auch eine recht klasse Erfahrung. Dann bin ich beim Landeslehrlingswettbewerb antreten. Da habe ich gewinnen dürfen in meinem Beruf. Nachher bin ich dann zu den Staatsmeisterschaften weitergekommen und in dem Zug dann zu den Europameisterschaften, wo ich meinen Berufsstand auch wieder vertreten dürfen habe. Es war voll schön, dass man das erleben darf. Und ja, ich glaube, mit einer Lehre, man sieht, das ist alles möglich. Ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen. Und ich glaube, dass es keine Grenzen gibt, auch mit einer Lehre. Und ich kann es wirklich jedem nur sagen, probiert es aus, geht schnuppern. Es ist wurscht, welcher Handwerk, dass man sich anschaut. Ich glaube, es gibt für jeden was. Und ich lade euch dazu ein. Geht schnuppern, schaut euch das an. Ich glaube, es wird eine Freude haben bei der Arbeit. Und ja, danke fürs Zuhören.